So, und da bin ich wieder. Ist auch wieder schön Tag geworden. Da können wir oben auch endlich mal sehen, was wir da fabriziert haben. Sage ich jetzt mal so. Hier haben wir zu viel abgebaut. So, das muss dann hier weg. Ah, das ist das Falsche. Hier muss, nein. Das falsche Holz. Hier muss der hier rein. So, und hier nochmal der hier ab. Und hier muss das andere Holz rein. Nämlich der hier. Jetzt ist nur die Frage, würde es mit dem Holz hier besser aussehen oder mit dem anderen Holz? Für die letzte Stufe. Obwohl, damit sieht es auch richtig gut aus. So. Und wir sind oben auf dem Dachboden. Damit abbauen? Ah! Das war. Okay, ich komme hier. Ich komme hier schlecht nach oben, irgendwie. Nochmal. Aber gut, dass hier schon. Ah, hier, doch, kommen wir nach oben. Aufs Dach. Perfekt. So, dann ist das auch endlich weg. Den brauchen wir hier nicht. Hier sind die roten Dachschindeln. Müssen wir gucken, wie wir das hier reparieren. Dann mache ich. Ich glaube, hier wird eine Tür gut hinpassen. Man könnte hier oben auch noch ein paar Zimmer machen, tatsächlich. Das falsche Holz. Komm, da war es doch gerade. Darunter fehlt auch noch eins. Ne, hier fehlt nichts drunter. Okay. So, hier nochmal. Dann müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo ein Fenster reinmachen. Vielleicht. Okay, die Wand ist auch schon mal repariert. Bis auch da oben die Decke. So ist nur die Frage.
Wie machen wir es hiermit? Ich glaube, ich muss mal aus meinen Kisten das Gerüst hier mal rausholen. Ich glaube, damit wäre es besser. Ich hole den mal eben. Und die Dinger. Ich glaube, ich baue die Dinger auch ab. Und mache hier zu. Ich glaube, mit den Fenstern hier wird es gar keinen Sinn machen. So leid es mir tut, aber ich. Die Idee, die war zwar für mich jetzt persönlich klang die cool, aber ich glaube, die wird. Die könnte man schlecht umsetzen. Obwohl. Zur Not, ich weiß jetzt, können wir die Fenster schon bauen, die hier gab's? Auf jeden Fall kann man die bauen. Ob wir das schon können, weiß ich nicht. Können wir zur Not, wenn wir auch die richtigen Zäune, Geländer oder was auch immer finden, kriegen, bauen können, könnten wir das zur Not noch irgendwann anders nochmal neu hinsetzen. Die gibst du generell noch nicht. Ah, okay. Okay, schade dann. Sind aber coole Fenster, muss man sagen. Deswegen, ich will die auch beibehalten. Deswegen habe ich ja die Hütte genommen, weil ich die Fenster richtig geil fand, auch mitunter. Ey, ich hoffe, dass das auch noch kommt. Ich hoffe es wirklich, weil die sind schon nice. Die würde ich gerne bauen, auf jeden Fall. Ich will auch noch eine andere Hütte hier irgendwann bauen, früher oder später. Das Ding wird auf jeden Fall dann doch zu. Ne, das will ich hier zu einer Art Tempel oder sowas hier umfunktionieren. Aber erstmal quasi so eine Art Lagerschuppen. Und dann irgendwann später noch einen anderen Lagerschuppen bauen. Einen richtigen Lagerschuppen. Wo unzählige von. Nicht gerade diesen Kisten, aber von Kisten sind. Alle diese blau leuchtenden Dinger, diese Miasma-Kisten, ne, diese magischen Kisten, sage ich jetzt einfach mal. Das hier, wir sollen noch zu einem Tempel umgewandelt werden, mit sehr vielen Bänken hier. Und dann hier halt diese Flamme, mit der man dann kommunizieren kann. So eine Art Gebetshaus. Ja, für welche Gottheit wohl? Für mich? Die Leute sollen mich anbeten hier, hallo? Was für eine Frage. Wer hat hier Deus im Namen, ne? Maximus de Deus, genau. So, hier. Ach, wir haben nur ein Gerüst. Ich dachte, wir hätten mehrere. Da bin ich jetzt von mir selber ein bisschen enttäuscht, dass wir nur einen haben. Müsste reichen. Dann wir hier oben einmal rankommen. Okay, Fachwerkblöcke haben wir. So. Ach so, für dich als Info, Neve weiß schon Bescheid. Bei den anderen muss ich auch noch Bescheid sagen. Wegen Stadt, Land, Fluss habe ich jetzt vor, das nach der Therapie dann zu machen. So, genauen Datum habe ich mir noch nicht in den Kopf gesetzt. So, und
Also nach der Therapie wollt ihr das machen, so einfach irgendwie so, um einfach mal mit der kompletten Truppe hier einmal, keine Ahnung, so einen lustigen Stream zu machen. Neve hatte sogar vorgeschlagen, Nike auch noch mit einzuladen. Auch eine coole Streamerin. So, und dann danach auf jeden Fall mal gucken, wie ob sowas dann vielleicht öfters mal vorkommt, so ob gemacht werden kann oder nicht. Aber nach der Therapie, ich glaube, das wäre auch für alle besser, so wenn man dann auch ein bisschen mehr, oder wenn ich zumindest ein bisschen mehr freien Kopf habe oder so. Aber ich finde einfach, das würde am meisten Sinn machen. Anstatt sich jetzt den Stress da zu machen, hier, wann das endlich losgeht. Ach, das bist hier hinten kaputt. Okay. Da brauche ich dann mehr Gerüste. Nee, ich sehe nichts. So, aber jetzt lasse ich dich wieder in den Lurk. So, diese Dachschindeldinger, wie machen wir die? Das sind ja andere Dachschindeln. Hier geht's runter. Den Boden will ich auch austauschen. Das. So. Gebrannte Ziegeln, Lehmklumpen und Pflanzenfasern. Daraus macht man das? Hier müsste das sein, ne? Da haben wir nichts drin. So, wo haben wir die Lehmklumpen hingepackt? Hier nicht. Wir hatten hier 33, ernsthaft? Ich glaube, wir brauchen mehr Lehm. Pflanzenfasern brauchen wir auch. Waren die hier drin? Jo, hier waren die drin. So, Holzscheite brauchen wir auch wieder dafür. Packe ich die mal rein. Und die hier auch nochmal. Guck ich mal mit dem, was ich hier habe, ob ich schon machen. Ne, jetzt habe ich keine gebrannten, nicht genug gebrannte Ziegel. Okay, wir müssen warten. In der Zeit gucke ich, ob ich da noch mehr reparieren kann oder schon mal Zimmer planen kann. Oder ich ändere hier schon mal den Boden. Ich würde sagen, das hier war ja vorher die Toilette. Ich würde daraus weiter eine Toilette machen. Dann hier haben wir ja so einen Gemeinschaftsraum, wo der Ofen jetzt auch hin ist, das auch zum Balkon führt, wo hier noch ein Zaun hingehört. Apropos Dings, den hier können wir schon mal abbauen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir wieder zwei Holzscheite, perfekt. Und was ist das da? Okay, ich baue die mal ab. Machen wir einen anderen Zaun hier hin. Weil irgendwie der gefällt mir nicht. Gab es hier hinten sonst noch irgendwie was? Da unten ist noch was. Wo ging es nochmal zur Küche? Hier.
hau dich hier noch einmal ab. Moment mal. Nee, ich mach's anders, warte. Da, wo wir das Treppenhaus haben. Bauen wir uns einen Keller rein. Also einen Weg zum Keller. Das ist ja hier. Oder wir bauen es hier unten komplett um. Ich glaube, wird mehr Sinn machen, wenn wir es komplett umbauen hier. Sorry, dass ich wirklich Block für Block mache, aber das ist ja schon eine bestandene Hütte. Und hier kann man wirklich... Oder? Kann man? Nein? Kann man... Ne, man kann hier wirklich nur Block für Block wegmachen. Bei einer bestandenen Hütte. Also keine, die von mir selber mit vollen Wänden hier gebaut wurde. Wieso kann ich das da nicht abbauen? Auf jeden Fall, ich mache das jetzt mal anders. Ah, okay. Funktioniert doch. Ich wollte schon sagen. Kann nicht abgebaut werden. Warum nicht? Was ist denn da? Was habe ich kaputt gemacht? Ich kann den nicht einmal mehr zurückholen. Echt jetzt, wegen dem Bett konnte ich das nicht abbauen? Ich brauche ein neues Bett. So. Was braucht er für ein Bett? So ein Steinbett will ich nicht. Ich würde eigentlich dann, wenn er sowas nehmen. Nägel, Holzbretter, getrocknetes Fell, Stoffwerzen, Pflanzfasern, Garn und Hartholz. Nein. Da oben war's. Nehmen wir nochmal so. So. Haben wir irgendwo noch Garn? Da haben wir Garn. Dann Stoff. Ah, da haben wir beides. Und das. Und einen davon. So. Ich sehe zu, dass ich hier alles wieder einsortiere. So, hier, keine Ahnung, was wir von hier genommen hatten, aber da warte erstmal das sortieren, was wir safe wissen, wohin. Nicht, dass ich dann irgendwie ein Lager doppelt habe. Hier haben wir Hartholz.
Hier hatten wir das hierher. Hab ich Leder? Also, beziehungsweise Tierfell? Ne. Hab ich hiervon was? Nope. Knochen? Habe ich nicht, okay. Für hier irgendwas? Ja, haben wir. Pflanzenfasern. Und Harz. Wir haben schon 66 Harz. 76. So. Für hier haben wir auch nichts. So, wo waren jetzt die leeren Dinger? Hier war eins. Packen wir hier mal die Äste rein. Und hier jetzt dann den Garn. Ah, da unten haben wir die Stofffetzen gehabt. Toll. Warum sind die da unten gelandet? Ich dachte schon, wie konnten wir jetzt alle verbrauchen? Den Rest brauchen wir ja noch. Obwohl die Sporen. Wo waren die jetzt? Da. Packen wir auch mal weg. Und dann müssen wir den jetzt umplatzieren. Also. Obwohl, der hat auch was. Ich hoffe, wir können so ein Bett, was es vorher war, auch nochmal machen. Boah, aber ich freue mich auch tatsächlich darauf, was es alles noch so kommt. Mit den nächsten Updates. Vor allem auf die Eisregion oder Schneeregion, da freue ich mich ganz besonders. Und da sollen ja die ganzen Monster, die Miasmas, Kreaturen und so weiter herkommen. Ich habe jetzt nur vergessen, wie war nochmal der Name von dem Antagonisten? Irgendwas mit V war das. Obwohl ich hier von der Story her habe ich soweit auch mitbekommen. Hier der König von Liechtenstein, der ja geflohen ist. Gormanda hieß er, glaube ich. Ich glaube, den kann man auch irgendwie wieder treffen. Dass da doch noch irgendwie was kommen wird. Gibt für mich auf jeden Fall den Anschein nach. Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, kommt Gormanda dann auch als so eine Art Miasma-Kreatur wieder oder in menschlicher Gestalt? So, und ich will das hier abbauen. Wieso kann ich den hier nicht abbauen? Die Kerze, die hier fliegt. Würde ich sagen, hier mit der Treppe machen wir es auch noch mal anders. Und hier unten die.
So, wir haben hier zwei Fackeln. Die brauche ich jetzt erstmal, damit wir hier auch was sehen können. Würde ich eigentlich hier packen. Und hier hin. Dann müsste ich eigentlich die Tür auch ein bisschen anders platzieren. Oder? Obwohl. Könnte da eigentlich auch doch bleiben. Sind Wölfe in der Nähe? Ich kann jetzt die Tür nicht zumachen, falls sie jetzt reinkommen. Sorry, dass ich jetzt wieder ein bisschen still bin, aber ich bin auch wieder voll konzentriert. Jetzt ist nur die Frage, wo muss ich hier gleich die Wand wieder hinsetzen? Wegen der Treppe? Ich glaube schon eigentlich hier. Das heißt, das kann eigentlich hier weg. Der Abschnitt. Und dann muss die Treppe hier auch neu gesetzt werden. Vor allem hier sind 1, 2, 3, 4, 5 breit. Und hier aber wiederum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wenn man das nicht weiß und wenn man hier dann irgendwann zu Gast ist bei dem, auf diesem Server, wird das glaube ich nicht auffallen. Toll. Die falschen Blöcke weggemacht. So und so.
das heißt dann die Treppe kann ich hier auch schon mal weg. Kann sein, dass ich die Tür vielleicht auch ein bisschen verschieben muss. Auf Dauer, das Geräusch nervt ein bisschen vom Abbauen. Warum läuft keine Musik mehr eigentlich? So, dann wäre ab hier 1, 2, 3, 4, 5. Und dann würde ich hier, ich will das schon symmetrisch zu oben haben, dann eher, beginnt hier die Treppe. So, aber ich werde hier das dann genauso in der Art machen, wie hier das gemacht wurde. Hier ist ja Doppelstein, also diese Art gemacht worden. So, und hier noch mal. So, und das ist dann die Zwischenetage. So. Mache ich trotzdem hier ganz dick. Also, dass die dann halt zwei Blöcke. Wieso benutze ich nicht das andere Ding hier? Den hier. Ach ne, weil ich hier nur. Okay. So und so. So, dann können wir hier endlich zubauen. Und dann wird hier der Weg in den Keller gehen. Obwohl hier könnte man dann... Ich hasse gerade mein Leben, weil das Fenster hier auch wieder falsch positioniert ist. Nein. Wieso muss das jetzt auch noch falsch da liegen? Ich wollte hier noch eine Wand hinbauen mit einer Tür, damit man direkt hier in so eine Art Treppenhaus geht. Denn so ähnlich wie hier. So, 1, 2, 3, 4.
4. Tut mir echt leid um das Fenster. Das tut mir gerade sehr weh. Ich hoffe, diese Fenster kann man wenigstens bauen. Also 1, 2, 3, 4. Nein, das ist jetzt dritte. Vierte. Also jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und hier kommt das Ding dann hin. Das war falsch. Hier hin. So. Und hier. Was ist das, was ich da höre? Klingt irgendwie nach einem Löwen oder sowas. Mitunter, also Löwe. Und, keine Ahnung, soll das ein Eichhörnchen sein, was dann noch so quietscht? Okay, den unteren Abschnitt haben wir schon mal. Vom Treppenhaus. Hier. Echt jetzt, wieso gehen die Blöcke eigentlich so schnell? Alle. Wir hatten davon um die 1000 gehabt. Oh, ist wieder hell draußen. Ja, immerhin. Okay, Treppenhaus hätten wir. Zumindest die Etage hier. Und nach da oben. Obwohl hier ein bisschen Licht fehlt. So.
was? Wir wollten hier noch irgendwo eine Tür da reinführen. Da rein. Was hat jetzt rot? Das hier? Mein Hammer? Da war ein roter Schimmer. Wollen wir hier vielleicht noch so eine Art Badezimmer machen? So, mit Umkleidebereich, dass wir dann hier vielleicht eine Wand ziehen? So, dass das hier quasi so eine Taverne ist mit Schlafplatz und Badehaus quasi zugleich. Auch wenn hier mal ein bisschen, was diese Steine hier angeht, aufgeräumt werden muss. So, Teppich behalten wir auf jeden Fall. Ich würde den nur gerne irgendwie anders platzieren. Schade, dass wir den jetzt... Den können wir aufnehmen, aber den müssen wir abbauen. Die Tür können wir auch nur abbauen. So, warte mal. Ich will hier jetzt einmal gucken, wie dick ist denn hier das und was ist da drunter? Moment. Dieses Gammelige, das ist das Fachwerkhaus von unten? Ich wollte das gegen so ein Holz austauschen. Warte mal, wie sieht das hier aus? Das ist genau das gleiche. Okay, das, also das ist vom Fachwerk. Okay, das können wir dann also doch nicht ändern. Das hier würde ich so beibehalten. Dann würde ich das irgendwie so machen wollen, dass hier quasi die Kochstelle hinkommt irgendwo. Dann hier so eine Art Theke. Und dass hier dann so einige Tische und Bänke und so weiter sind, dass man dann hier essen kann, so, was auch immer. Hier an der Theke kann man sich dann so ein Zimmer mieten und dann nach oben gehen, hier, nach ganz oben. Obwohl, vielleicht würde hier eine Theke mehr Sinn machen. Hier hinten. Dann hat man auch hier Übersicht über das Badezimmer und könnte auch direkt dann hier auch in den Keller dann gehen, den wir jetzt gleich bauen wollen. Der hier anfangen soll. Und dann da quasi Vorräte holen. Aber ich glaube, es gibt hier irgendwie so eine Art Keller. Es ist nur irgendwie verschüttet oder sowas. Zumindest war vorhin, als wir draußen waren, etwas angezeigt zum Abbauen, was hier unterm Haus sein soll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt für dieser Folge hier jetzt gesehen habe. Weiß ich jetzt nicht mehr. Wir nehmen mal eine Fackel von hier weg, packen die mal dahin. Da war was. Also hier drunter ist was.
Hier ist definitiv irgendwas. Keine Ahnung, was ich jetzt aus Versehen abgebaut habe. Und das wollte ich jetzt nicht. So, und dann hier einmal alles weg. Kriegen wir jetzt dafür auch Erdblöcke? Nope. Keine Erdblöcke. Schade. Dann machen wir das eher. So. Und wir kriegen dann wieder genug Erde für irgendwas. Keine Ahnung, was wir auch immer damit machen wollen. So, warte, ich will da. Soldat da anvisieren. Na, da war's. Da war's ganz kurz. Da war's. Achso, erstmal den. Soll ich das vielleicht so machen? Ah, okay. Ist ein bisschen tricky, aber kriegt man hin. So, die Ecke noch, so. Wir hätten vielleicht zuerst den Keller ausheben sollen. Einfach komplett hier die Erde wegballern. So, hoppala. Kleinen Dings. So, weg damit. Ich glaube, wir müssen hier noch mehr wegmachen.
Jetzt muss ich aber auch überlegen, wie tief will ich hier jetzt eigentlich, oder muss ich jetzt eigentlich machen? Hier muss ich so oder so alles wegmachen. Nein, das war falsch. So. Wie sieht es eigentlich draußen jetzt von der Seite aus? Irgendwas passt mir da nicht. Mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Denn sowas hier hätte ich gerne draußen auch eigentlich komplett drumherum. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Plan, woran das liegt. Strapse! Willkommen zurück! So, was hast du gemacht? Was hast du verbrochen in der Zeit, wo du weg warst? Hier, da haben wir das wieder. Da ist irgendwas zum Abbauen. Ich hoffe, das hat jetzt nichts mit oben zu tun gehabt. War noch Holzscheit auf jeden Fall. Ah, war's da essen? Okay, dann. Was gab's denn zu essen? Was gab's denn Leckeres bei dir? So. Das muss jetzt wieder dahin. Nein. Okay, kriegen wir hin. Nein, das war das Falsche. Hier. Hä? Wieso will. Ah, ich wollte schon sagen, warum will der da jetzt nicht hin? Die, okay. Die Dinger. Ich muss aber auch ganz ehrlich, ich muss wirklich ganz ehrlich wissen, wie man diese Rotkohl und dann das andere Wort. Ich muss lernen, wie man es ausspricht. Alles klar, dann viel Spaß beim Duschen. Und danke für den Lurk.
Aber ich wünsche dir jetzt auch nicht zu viel Spaß beim Duschen, ja? Eine gesunde Menge Spaß, bitte. So, dann bis später, ja? Obwohl, später haben wir es. 23 Uhr. Eigentlich wollte ich jetzt auch nicht allzu lange machen. Ich würde sagen, ich mache vielleicht noch eine halbe Stunde oder so. Pi mal Daumen. So, das haben wir auch weg. Und hier nochmal die nächste Stufe. Ja, der passt dahin. Okay, du denkst heute an Brom, dann viel Spaß. Ja, der Brom, der ist ja auch ein Süßer, ne? Da kann man schon mal an ihn denken. War, glaube ich, ein bisschen unpassend. So. Was denn? Ja, der hat da hin. Okay. So, komm ich von hier daran? Nö. Der war wieder falsch. Ich glaube, ich muss hier jetzt noch mal mehr abbauen. Echt jetzt aber, wie lange so ein Keller braucht, wenn man alles auch Block für Block macht. Moment mal. Wenn ich das so in der Art mache, ja gut. Warum nicht gleich so? Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen mehr Fackeln. Ich nehme die mal von hier wieder weg und platziere die da unten. Hier habe ich keine. Okay, aber die wird, glaube ich, fürs Erste reichen. Da habe ich hier sonst noch. Ich glaube, die hier brauche ich nicht. Nicht mehr. Ich packe dann mal eine hier hin. Und eine mal ganz vorsichtig dahin.
Das war doof. Das war alles andere als schlau. So, dann das hier hin. Wohl eins vielleicht noch dahin. So. Aha. Was haben wir hier? Ist das ein Sarg? Interessant, was wir hier drunter gefunden haben, finde ich. So, hier darf ich das alles wieder neu aufbauen. Ja, mal gucken, wie ich das hinkriege. Sorry, dass ich wieder so quasi nichts sagen bin, obwohl ich rede, aber... Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Einfach irgendwie... Man weiß nicht, was man sagen soll, während man hier am überlegen ist, wie man es baut. Ja, kommt nicht wieder hoch. Okay, dann nicht. Machen wir das so. So, so. Ich werde mehr von diesen Blöcken brauchen, definitiv. Wieder runtergefallen. Okay, aber hier habe ich schon mal. Es muss nur noch hier unten. Ich brauche wieder eine neue Fackel. Ich nehme jetzt alle Fackeln von oben runter. So, die packe ich mal dahin. Da flimmert schön. Eine packe ich mal hier hin. So, was ist denn
Ist das wirklich ein Sarg? Was ist denn da alles drunter? Ich will nicht wissen, was wir da abbauen können. Obwohl, sag mal, können wir auch wahrscheinlich das Fenster ist das. Hier müssten wir aber auch dann so ein paar von diesen Totenkopf-Katakombenblöcken da auch noch hinpacken, finde ich. Oder wir bauen hier auch irgendwo so ein Mausoleum. Das wäre auch so mit eigenen Katakomben. Das hätte auch was, finde ich. Ein Mausoleum. Und dann brauchen wir jemanden mit einer Schubkarre, der dann die ganze Zeit hier von Haustür zu Haustür geht und ruft hier mit so einer Glocke auch noch so, bringt eure Toten raus. Bräuchten wir auch noch dann. Und da unten auch nochmal. Ganz kurz überlegen. Hier haben wir ja schon die Wand. Das heißt, dann mussten wir das. Ah, ne, warte. Oder? Ganz kurz überlegen. Ich glaube, bis zu der Stufe. Und dann müssten wir so eine Art Boden für die Drehung machen. Dass man hier einmal umdrehen kann. So eine Zwischenetage, sagen wir mal so. Können wir den und den nochmal wegmachen. Und den da unten auch. Ne, der da unten. Der bleibt. Das muss ja doppelt dick sein. Dann fängt das hier so an.
wollte schon sagen, irgendwas habe ich da falsch gemacht gerade. Hier habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Oh, ich habe keinen Stein mehr. Und es ist dunkel. So, aber wir können uns jetzt nochmal schlafen legen, immerhin. Was hatten wir noch mal für diese... Was hatten wir noch mal für diese Dinger gebraucht, da, die Blöcke? Das waren die Schutt. Schutt brauchen wir. Schutt hatten wir... nicht hier. Hier hatten wir was. Und Stein hatten wir hier. Ich glaube, ich muss demnächst wieder Steine holen. So, 2400 wird, glaube ich, auch noch nicht reichen. Was ist eigentlich das hier für eine Art? Nein. Ah, das ist etwas zum Abbau. Okay. Warte mal, wenn ich aber sowas hier hinsetze, einmal so. Ich glaube nicht. Ich glaube, damit sieht das nicht so gut aus. So, aber hier noch. Und hier wieder mit den Kleinen. Ich glaube, die Stufen fangen am besten hier schon mal an. So. Das heißt... Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. 6 Stufen müssen wir runter. Beziehungsweise hier mussten die Wand noch hin.
Super, ich komme da nicht mehr durch. Okay. Die Fackel kriegen wir da erstmal nicht mehr wieder raus. Ich glaube, hier fehlt was. So sieht schon mal viel schicker aus, finde ich. So, dann wieder die Dinger. Okay, ich habe da gerade was aus Versehen kaputt gemacht. Was ich nicht kaputt haben wollte. Ich muss gucken, wie ich das vielleicht anders mache. Klar, so kriege ich am meisten was weg, was hier nicht hingehört, also die Erde. Aber so reiße ich auch aus Versehen das, was ich schon bis jetzt gebaut habe, weg. Oder ab. Da ist auch schon wieder irgendwas. Hier noch mehr Fässer. Ey, ich finde das gerade super, denn hier ist so ein einfach mal so ein verstecktes Lager. Ey, ich finde das krass, was hier alles unter der Erde auch noch versteckt ist. Das nenne ich eigentlich Liebe für Details. Wenn unter der Erde, unter den Gebäuden und so weiter auch noch so Kleinigkeiten vergraben sind. Hier ist eine Tür. Ich glaube, ich habe hier einen geheimen Keller entdeckt, den ich jetzt aus Versehen vielleicht irgendwie die Räumlichkeiten kaputt gemacht habe. Hier ist aber definitiv was gewesen. Also, und ist noch was. Nicht nur was gewesen, hier ist auch was. Boah, ich würde mich freuen, wenn man solche Fässer auch noch bauen könnte.
glaube hier. Nein, das war falsch. Da, okay. So, hier nochmal und hier. Würde erstmal mit der Wand hier vielleicht anfangen. Bis wohin muss die gehen? Da fehlt wieder was. Habe ich aus Versehen kaputt gemacht, glaube ich. Irgendwann vorhin. So, machen wir das hier einmal. Ich glaube, bis hierhin. Ich glaube, bis hierhin muss das hin. Muss ich das hier auch nochmal nachstellen? Von der Höhe her. Beziehungsweise von der Länge eher. Ich mache das mal auch noch schon mal hier bis nach unten hin. Ich glaube, das ist hier die Position. Nein. Das ist die Position. Okay. So, jetzt ist die Frage. Okay, hier muss ich dann nochmal so machen. Hier auch nochmal so. Okay, das müsste dann die Höhe sein, die ich brauche. Willkommen zurück, Strapse. Ich mache eigentlich auch nicht mehr lange. Ich mache nur noch die Treppe hier fertig. Und dann würde ich für heute Ende machen wollen. So und so.
Also ich meine jetzt nicht nur die Treppe an sich, sondern hier mit den Wänden natürlich. So, so und so. Und dann ist das hier eigentlich schon die sogenannte Bodenhöhe, also vom Fußboden. Ich habe da gerade irgendwo Mist gebaut. Alles klar, also wenn es noch Zeit braucht, wie man die Hölle übernehmen kann, lass dir die Zeit, ja? Solange werde ich die Hölle weiterhin regieren. Mach dir da keine Sorgen. So, bis da komme ich auch noch ran. Ich glaube, hier ganz unten brauche ich nicht zwei dick machen, die an den Fußboden dann. Gehe ich mal von aus. So. Noch ein bisschen. Ich glaube, bei der Höhe würde ich es belassen, oder? Oder vielleicht irgendwie noch eine Geheimtür oder sowas für einen noch tieferen Keller? Hätte auch was. Aber ich glaube. Nee, ich glaube hier nicht. Hier lassen wir dann mal. Das soll eine ganz normale Taverne werden. Okay, hier fehlen halt dann noch die Fenster. Hier sollen jetzt. Dann sollen die Fenster hier hinkommen. Aber ich würde dann nicht solche Fenster nehmen, sondern wenn, dann eher. Die, die wir hier oben haben, diese, die größeren, sobald die überhaupt machbar sind. Es sei denn, wir finden, wenn das Update da ist, irgendwo im Norden, da in den Eisgebirgen, irgendwie so einen Vulkan, wo man drinne bauen kann, dann bauen wir in den Vulkan. Dann bauen wir da eine Stadt.
Und an der, nicht eine Stadt, eine richtige Festung würde ich dann eher bauen wollen. Der Vulkan, der hier quasi zu den Steppen führt oder zum Canyon oder wie man es jetzt nennen soll. Da würde ich jetzt nicht bauen, weil da schon diese Dings drin ist. Wann das Update kommt, weiß ich nicht. Tatsächlich. Ich muss da mal schauen, wann die ganzen Updates kommen. Muss ich mich mal informieren. Zu schlau machen. Ich bin ehrlich, ich habe mir noch nicht einmal, also aktuell noch nicht die Roadmap angesehen gehabt, was ich eigentlich noch machen wollte, was alles noch ansteht, so was da genau in den Updates kommt. Also es ist klar, es gibt hier auf jeden Fall die eisigen Gebirge, weil man sieht die, das Eisgebiet, das wird hier auch in der bisherigen Lore, wenn ich das mal hier bisher sagen darf, also die Geschichte vom Spiel, wird das auch thematisiert, dass die gibt, dass die kommen wird. Von daher ist nur die Frage, wann und was kommt zuerst und alles. Aber das würde ich dann vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Ich würde jetzt für heute Ende machen. Ich will mal gucken, wo könnten wir hin? Ob irgendjemand auch noch Enshrouded spielt? So, der Deutsch ist also, ein Moment. Ich muss das eben vom Handy hier gucken. So. Es sind heute alle aus ihren Löchern gekrochen. Ah, okay. Wenn du einen Vorschlag hast, zu wem, der entspannt ist, der, wo man selber noch ein bisschen lurken kann. Gerne. Also, ich muss erstmal die aufmachen.